So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic 2. Diese Folge ist leider nachsynchronisiert, weshalb ich jetzt nicht mehr genau weiß, was ich eigentlich tue, weil die Folge auch schon vor einiger Zeit aufgenommen wurde. Anscheinend gehe ich jetzt mal ins Hotel, um ein bisschen zu ratzen. Das Hotel ist ja kostenlos, weil es die Party sozusagen vermietet haben. Ach ja, ich erinnere mich, genau, ich hatte gerade einen Kampf vor dem Osttor gehabt, gegen Riesenratten oder sowas, und muss mich davon erstmal wieder etwas ausruhen. Ich bin gerade auf der verzweifelten Suche nach Erfahrung und insgesamt auch ein bisschen Geld, um etwas besser in dieser Welt zurechtzukommen. Wir gehen vorbei an diesen schönen roten Sessel, für die ich wirklich keine Beachtung habe, natürlich, weil ich totaler Banause bin. Und schreiten, weil wir gerade da schön auf den Deckel bekommen haben, direkt wieder raus aus dem Osttor. Wahrscheinlich habe ich gerade eine Ratte gerade so bezwungen und werde sie gleich wieder angreifen oder sowas. Mal gucken. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir gehen nach rechts oder nach links von Mika. Wir gehen scheinbar nach rechts, was mich selbst etwas verwundert, aber okay. Egal. Ja genau, wir waren links und haben sozusagen die ganze Gegend geklärt und jetzt gehen wir nach rechts und gucken, ob wir da auch noch was reißen können. Da hinten war ein Wolf auf uns, aber wir wissen nicht genau, was für ein Wolf ist. Ist es ein normaler Wolf oder ist es ein junger Wolf? Junge Wölfe können wir gerade so besiegen und normal Wolf, das wird schon etwas schwierig. Aber wir dürfen nur einen von denen einlocken, deswegen laufe ich gerade so zögerlich. Und tatsächlich ist es nur ausgewachsener, bärstiger, großer Riesenwolf, aber wir können ihn gerade so bezwingen, wie ihr vielleicht seht. Und wieder einmal drücke ich die Space-Taste, völlig bekloppt, wie ich halt so bin. Loote den Wolf, hat aber fast mein Leben verloren bei dem Kampf. Naja, deswegen mal ein Heiltrank. Und esse ich noch was Kleines? Ja, ich esse noch was Kleines. Fisch oder nicht? Fischsuppe, ja genau, Fischsuppe ist super. Hat es die komische Frau in dem Hafenviertel gekocht? Da kann man es auch mal nutzen. So, und auf zum nächsten Wolf. Na, ist es nur einer? Ist es nur einer? Bemerkt uns schon? Noch bemerkt uns nicht. Komm, dreh dich um, du Wolf. Ja, dann merkt er uns. Und wieder hoffen wir, dass es nur einer ist und nicht hinter dem Baum noch irgendein zweiter lauert. Aber tatsächlich ist es wieder nur einer. Und können wir vielleicht etwas souveräner besiegen als beim letzten Mal? Ja, wie gehst du wirklich wieder nach Haus? Nee. Ha! Ach, du großer Gott! Weiß Gott nicht. Vor lauter Schreck habe ich direkt wieder die Space-Tasten gedrückt im Anschluss des Kampfes oder vor lauter Blödheit, je nachdem. Ja. Und bei diesem Kampf wäre ich, weiß Gott, fast drauf gegangen. Hier werde ich mir direkt mal angucken müssen, wie viele Lebenspunkte ich noch habe, aber habe ich natürlich nicht getan. Ich habe wahrscheinlich nur noch Schock. Hier sehen wir noch ein Stück des Wachturms. Und was ist das? Feuerwurzel, yeah! Loot Machine, Tefka ist unterwegs. Und hier eine versteckte Treppe hinter Büschen. Ja, damit kommt man in den Burggraben rein. Sozusagen eine alternative Route in oder aus der Stadt. Allerdings weiß ich immer noch nicht genau, wie man dabei an den Wachen vorbeikommt. Das, naja. Und Heilkraut und nochmal ein Feuerkraut. Warum nicht? Nach Corinis zur Taverne. Eine geheimnisvolle Taverne mitten in der Wildnis. Was ist das? Eine Ratte, die ich direkt übersehe. Zwei Ratten, die ich direkt übersehe. Und jetzt mag ich sie endlich. Ja. Fliehend ziehe ich mein Schwert. In der Hoffnung, sie wiederum einzeln anlocken zu können. Drehe mich erstmal ganz gekonnt in die falsche Richtung. Mein Gott. Mir ist schon völlig klar, warum dieser Held namenlos ist. Weil er von einem total beknackten, auch nicht besonders namhaften Spieler namens Tefka gespielt wird. So, zwei Riesenratten, eine ist schon ein bisschen angekratzt. Ach, zwei, drei Riesenratten? Oder war das jetzt gerade irgendwie eine optische Täuschung für mich? Ne, es sind wirklich nur zwei. Alles okay. Dann trotten sie von dann. Wie so dicke Tauben. Ich mag keine Tauben. Ja. Und jetzt, wo ich es gerade sehe, da oben, rechts oben am Bildausschnitt, war wieder so ein größerer Vorsprung. Da will ich auch mal irgendwann wieder hin. Weil es ja mein Ziel bei allen möglichen Gothic-Teilen auf die höchsten Wipfel zu gehen, weil dort oben die fälligsten Dinge auch, aber dort auch die interessantesten Dinge immer lauern. Und jetzt pirsche ich mich schon wieder ran an eine Ratte, das darf man echt gar nicht erzählen. Aber man kann ja anscheinend kaum einzeln anlocken. Aber mit zwei kritischen Treffern ist das für mich alles kein Problem. Deswegen drücke ich schon wieder die Space-Taste zum dritten Mal in dieser Folge, weil ich bekloppt bin. Ja, weil ich bekloppt bin. So. Beide looten, beziehungsweise beide plündern. Wie es schön heißt. Und jetzt fühle ich mich bestärkt, weil ich tatsächlich glaube, dass ich jetzt diesen Weg beschreiten kann halbwegs. Wenn nur Wölfe und Ratten auf mich lauern.
Da bedenke ich allerdings nicht, dass ich die Wölfe und die Ratten. Oh, Heilpflanzen, schön. Dass ich sowohl Wölfe als auch Ratten gerade so besiegen kann. Auch den Goblin kriege ich noch hin, glaube ich. Der ist nicht so schwer. Wie Goblins allgemein, zumal es nur ein Einzelner ist. Könnt ihr auch fragen, was der Goblin alleine hier macht und was ich eigentlich für eine seltsame Drehung hier mache immer. Das ist ja wie ein Tanz. Mein Goblin läuft noch niemals alleine rum. Und schon wieder drücke ich die Space-Taste, das ist echt unglaublich. Zum vierten Mal, Kampf Nummer 4 und zum vierten Mal die Space-Taste gedrückt, das ist echt unglaublich. 4 von 4, 100%. Naja. Nein, nein, Tefka, du musst nach oben. Nach oben, hallo, von da kommst du gerade richtig. Richtig, Tefka, schön gemacht. Ja. Was mache ich hier? Ah, ich speichere. Ah, eine gute Idee. Auf meinem beliebten Zwischenspeicherstand, den ich ja schon in Gothic 1 hatte. Und den ich auch bei meinen anderen Let's Plays gerne verwende. Und hier ist wieder eine Treppe, die diesmal nicht ganz so geheimnisvoll und wuchert. So, was machen wir? Gehen wir unten lang oder gehen wir oben lang? Unten lang geht's zur Taverne und unten, ja genau. Und der andere Weg jetzt natürlich wieder zurück. Hier geht erstmal nach oben, um zu gucken, was so abgeht. Wieder ein Schild, was ich tatsächlich ignoriere. Auf der einen Stelle auch scheinbar zur Taverne und dem anderen keine Ahnung was. Dunkelpilz, Budlerfleisch, Dunkelpilz, Dunkelpilz, Dunkelpilz. Mein Gott. Loot Machine ist wieder unterwegs. Und wir sehen ja schon wieder einen weiteren Bauernhof. Ich glaube, es ist Egils hier hoch. Nee, nicht Egils, sondern Ekils. Und wir reden jetzt ein bisschen mit Egil. Hey, du. Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder. So war das genau. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens. Wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Ja, das klingt halt Quest für uns. Habe ich wahrscheinlich auch gerade in diesem Spiel gesagt, aber da ich nicht aufgenommen habe, da ich wie das Mikro aus hatte, also wie so leider viel zu oft, egal. Hey, du. Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkhil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Hm. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Er ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Ja, sonst jetzt Dresche vom großen Bruder. Naja, gut. Und hier sehen wir Schafe. Wir wissen ja schon, Schafe brauchen wir auch, um ins Kloster hinein zu gelangen. Zumindest glaube ich es an dieser Stelle noch. Egal, auf jeden Fall bin ich ganz euphorisch und frage mich, ob ich irgendwann ein Schaf mitnehmen kann. Und hier sehen wir wieder eins dieser wunderschönen Bauernhäuser, aber die echt schön gemacht sind in Gothic 2, muss ich wirklich mal sagen. Also, dafür hat man ja keinen Blick, wenn man das spielt, aber wenn man das so anguckt, so ein Let's Play, also mein eigenes Let's Play, von mir selber nochmal nachsynchronisiert, was ein bisschen seltsam ist, ist das immer eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Ist wirklich eine schöne Grafik, auch der Weizen oder was das da war, also das Korn im Allgemeinen, was da auf dem Feld wuchs, das Kraut, war echt schön animiert. Dummerweise geht das erst, wenn man direkt mittendrin steht und jetzt hier frage ich mich, was der Typ eigentlich hakt. Sieht ja schon total gehakt aus. Wer ist das da? Alles klar. Ja. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Ja, der da hinten scheint scheinbar ein Problem zu haben. Was ist das denn? Kati? Warte mal. Nee, ich hab dich falsch angesprochen. Geh weg, Randolph. Ich will mit Kati sprechen, mit der Frau. Hey,
Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Ja. Dummerweise sind diese beiden Recken ordentlich gewappnet. Und wir speichern gleich mal gerade mal zwischen, denn ich hatte keinen Bock, irgendwie die falsche Gesprächsoption zu wählen und dann direkt zu sterben. Naja gut, sprechen die Leute mal an. Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Schickes Schwert. Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Ja. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Okay. Kann es übrigens sein, dass der Typ dieselbe Stimme hat wie Lee? Also Lee aus Gothic 1? Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Okay. Hält es nur ein Frau Bauer? Ja, ich beschließe mich nicht in diesen Kampf einzumischen, also noch nicht. Ich nehme mal nämlich stark an, dass sie noch in 3 Stunden oder 4 Stunden Spielzeit, wenn ich wiederkommen könnte, wieder immer noch hier rumstehen, von daher ist es nicht sehr das Problem. Sondern ich gucke mich noch ein bisschen im Hof um, oder beim Hof um, um zu gucken, ob ich noch irgendwie weiterkommen kann und vielleicht noch weitere Gebiete erkunden kann. Also in der Hoffnung, dass es noch ein paar schwächere Gegner gibt, die ich noch gerade so überwinde, also zu überwinden in der Lage bin. Und wir interessieren uns gerade für die Taverne. Und hier ist eine Brücke. Wo ist die Brücke? Hier ist die Brücke, genau. Mit einem geheimnisvollen Feuer dahinter und ich speichere, glaube ich, Feuer. Und das ist gar nicht mal so dumm. Komm, speicher. Ja, genau. Denn ich weiß nicht, was es für Leute sind. Und Leute, die einfach so an Brücken kampieren, können selten nette Leute sein. Und wir werden gleich herausfinden, dass es keine netten Leute sind. Jetzt bist du dran. Zack. Das war's für dich. Da bin ich gestorben mit einem einzigen Pfeil oder Bolzenbrücken. Ich weiß nicht, was es war, ob es eine Armbrust oder ein Bogen war. Und wir haben gerade geladen. Ich schneide die Ladezeiten nochmal raus, weil, was war das? Fraps meistens dabei abstürzt oder zumindest Fraps die Spiele dabei zu Absturz bringt, wenn es irgendwelche Ladezeiten gibt. Zumindest bei Gothic und bei Riddick ist das auch der Fall. Besser Terkor nicht, komischerweise. Egal. So. Und genau das war jetzt der Punkt, an dem ich mich zu umkehren entschlossen habe und gesagt, das ist erstmal eine Sackgasse. Bevor wir nicht wenigstens 5, 6, 10 von diesen Pfeilen oder Bolzen aushalten, brauche ich hier gar nicht erst anzutanzen. Deswegen, genau, widmen wir uns erstmal dem linken Weg sozusagen, dem hinteren Weg von dieser geheimnisvollen Treppe. Und was sehen wir da? Eine Ratte, 2 Ratten. Ich sehe auch da hinten den 2. Schwanz wedeln. Und jetzt haben wir nur einen angelockt, interessant. Nee, doch, der andere kommt auch noch verzögert. Gut, die haben wir getötet, nicht schlecht, wieder die Space-Taste gedrückt. Das war wiederum schlecht. Bei 5 von 5 Kämpfen, naja. Ich lerne es auch wirklich nicht mehr, glaube ich. Vielleicht eine Folge 50 oder sowas. Naja. Und hier ist ein Wald, und wir wissen ja schon, Wälder sind allgemein relativ gefährlich. Und da hinten ist einer dieser Feldräuber. Relativ nah am Feld auch. Man kann also davon ausgehen, dass da hinten irgendwo ein Nest sein könnte. Ich speichere nochmal zwischen, weil ich nicht genau weiß, wie gut ich mit einem Feldräuber klarkomme. Und ja, ihr werdet gleich sehen, wie gut ich mit einem Feldräuber denn so klarkomme. So, er beschwert sich erstmal, wie so eine alte Mutter. Ich ziehe ihm kaum was ab, er zieht mir ordentlich was ab. Und tötet mich auch gleich mal direkt. Flieg und Flugs. Tja, ich lade wieder, denke ich mal. Hallo, lade ich nochmal? Ja, ich lade. So, ich werde etwas vorsichtiger spielen müssen. Das ist also sozusagen die Feldräuber-Quest. Ich werde noch einmal ganz kurz gucken, was hier eigentlich hier oben ein bisschen so abgeht. Und wenn ich hier, was ich, wieder sterbe oder sowas, gehe ich wieder zurück nach Corinus oder versuche da ein paar Aufträge zu erledigen oder versuche da in der Nähe ein paar Monster zu schnetzeln oder so. Oh, ein Scavenger! Der praktisch mich anfliegt. Mein Gott, hält der viel aus. Aber dich kriege ich tot. Ich weiß nicht, wenn ich einen Scavenger besiegen. Da habe ich schon traumatische Erlebnisse gehabt. Ha! Da guckst du. Da drücke ich direkt mal Alt und nicht mehr die Space-Taste. Zum ersten Mal. Ja, trotz alledem scheint die Gegend hier oben nicht ganz ungefährlich zu sein. Wanzenfleisch. Nee, das ist mir zu wertvoll. Aber das ist mir nicht wertvoll genug. Ja, wie ihr vielleicht merkt, wieder ab damit. Es ist nicht mehr nachsynchronisiert jetzt. Jetzt setzt der Ton anscheinend wieder ein. Deswegen werde ich jetzt mal Gebabbel einstellen und den Originalton der Folge wieder. Ein weiterer Scavenger laufen lassen. Und wieder ein Fight.
denke ich mal. Let's get ready to rumble, sag ich da. Hoppala. Gut, du nicht viel Schaden hast. Gleich bin ich tot. Tschüss. Gut. Ich werde jetzt also wieder zurück nach Grünes gehen, weil ich einfach nur absolut unfähig bin. Und da ich eh schon gerade ungefähr bei einer Viertelstunde bin, werde ich ganz kurz mal die Aufnahme hier unterbrechen und eine neue Folge beginnen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.